Ja, zu später Stunde heiße ich Sie herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den SC Freiburg. Ich begrüße die beiden Trainer Christian Streich und Thorsten Lieberknecht sowie unsere Gäste in den Businessbereichen. Der Gästetrainer hat das erste Wort und dann darf ich Herrn Streich um seinen Kommentar zum Spiel bitten. Ja, danke. Tja, schon in der ersten Szene da, wo Braunschweig gleich den Zweikampf gewinnt gegen sie. Winsche Grifo voll reingeht mit dem Kopf und der Winsche nicht voll dagegen hält, war nicht bezeichnend. Hatte sie gleich eine Torschance. Für das, wie dann das Spiel zwei Drittel der Zeit lief. Braunschweig war in dem Spiel hungrig, ballsicher, zweikampfstark. Da waren sie einfach besser als wir. Was dann sagen muss, das Spiel ist eigentlich mit dem Doppelschlag verloren, könnte man sagen. Das ist dann nicht der Fall bei unserer Mannschaft. Sie ist dann sehr gut zurückgekommen. Wir hatten dann auch Torchance und haben am Ende das Tor noch gemacht. Aber natürlich sind wir nicht zufrieden mit der ersten 60 Minuten, weil wir da nicht gut genug waren und Braunschweig einfach besser war. Dankeschön. Vielen Dank, Thorsten. Wie fällt dein Fazit der 90 Minuten aus? Ja, dass ich auch nicht zufrieden bin, ja, weil wir ein sehr gutes Spiel abgeliefert hatten. Wir hatten die Möglichkeit, denke ich, eben halt auch nach dem 2-0 das 3-0 zu machen, nachzulegen. Und das waren dann so Situationen, die wir einfach wegmachen müssen können, ja, vor allen Dingen. Und ja, dann gibt dieses Spiel eben diese Wende mit dem einen lang gespielten Ball. Die ganze Szene muss ich mir dann auch nochmal in Ruhe anschauen. Wobei man diese Bälle über die 90 Minuten hinweg, bis auf diese Szene, wie ich finde, eben auch trotz der Innenverteidigung mit Saule Tekali, aber vor allen Dingen auch mit Niko Kiewski, sehr, sehr gut verteidigt haben, auch viele zweite Bälle gewonnen haben. Und ja, und haben wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert. Und wir sind deshalb unzufrieden, weil wir es eben nur mit einem Punkt beendet haben. Aber wir haben gezeigt, dass wir die verletzten Situationen gut kompensieren können. Wir hatten dann eben halt auch noch in dieser Phase im Spiel drin auch noch die Situation mit Ken Reichel. Mussten wir auch nochmal umstellen und das bringt natürlich ein bisschen Unruhe rein. Und so war es eben dieses, wie ich finde, trotzdem für alle Beteiligten hier an einem Montagabend sehr sehenswerte Fußballspiel. Und wir werden einfach weitermachen und werden uns ja, in Zukunft eben halt auch für solche Spiele dann belohnen. Davon bin ich überzeugt. Zu den Schiedsrichterentscheidungen, Situationen. Muss ich ein bisschen revidieren. Wir hatten Glück bei der Elfmetersituation an Harvard Nielsen und auch an uns. Der geforderte Handelfmeter war kein Elfmeter. Das muss man eben halt auch sagen, wenn die Emotionen ein bisschen runterkühlen. Dem SC Freiburg und Christian, ich sag's nicht, aber trotzdem alles Gute für die nächste Saison. Wir haben seit 30 Jahren nicht gegen SC Freiburg gewonnen, habe ich heute gehört. Das letzte Spiel, das wir gewonnen haben, da war Jogi Löw, Spieler beim SC Freiburg. Der Jogi hat verloren. Jogi hat verloren. Kann man kaum glauben. Ja. Heute wäre es fast möglich gewesen. Also Christian, alles Gute für nächste Saison. Dir auch. Alles Gute. Vielen Dank, wenn es schon fast das Schlusswort war. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Im Moment das Mikro kommt. Herr Streich, haben Sie eine Erklärung dafür, warum Sie sich eine Stunde lang so schwer getan haben? Ja, ich muss es nochmal anschauen, aber Fakt war, ich habe es ja vorher gesagt, zwei, drei Komponente, wo einfach Braunschweig besser war. Braunschweig war bei der zweiten Bälle besser, war noch hungriger, noch aggressiver. Ich will jetzt keine Entschuldigung suchen, brauchen wir nicht drüber reden, dass die ersten 60 Minuten Braunschweig besser war, das ist so. Aber es ist schon auch so, was die Mannschaft jetzt geleistet hat. Man kann immer sagen, die letzte Woche, sondern die letzten Monate.
immer mit diesem wahnsinnigen Druck, dass Nürnberg und Leipzig, besonders Nürnberg, da immer alles gewonnen haben und mir immer nachziehen musste. Das ist schon nicht so einfach, aber natürlich wollen wir da auch besser Fußball spielen, weil normalerweise ist das Spiel weg gewesen, wie ich schon gesagt habe, und auch verdientermaßen. Nur es ist schon auch so, wenn du dann gesehen hast, die letzten 15 und 20 Minuten haben wir dann ja auch plötzlich aber besser Fußball gespielt insgesamt, nicht so viele lange Bälle mehr, der Ball unten, und habe auch daran geglaubt, dass es noch möglich ist, und hatte dann ja auch Torchancen. Also der Marc-Oliver Kempf, diesen Kopfball, wo der Torwart rauskommt, dann die Elfmetersituation, das haben wir uns dann erspielt. Aber natürlich war heute über 90 Minuten gesehen Braunschweig, wie ich schon gesagt habe, besser. Und es ist auch nicht so, dass wir, wenn ich das nur sagen darf, wir haben jetzt viel mehr Punkte, aber es ist so eng, haben wir viele Spiele dann für uns entschieden. Die letzten drei Spiele, St. Pauli war super eng, führt eigentlich besser. Vom Spiel her auch, heute war Braunschweig eigentlich auch besser. Aber wir haben die Mentalität, aber es ist kein Wunschkonzert. Ich habe vor der Saison gesagt, 10 Mannschaften, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen, mit so vielen Punkten, das ist unglaublich. Und die anderen sind auch gut. Führt Braunschweig, also das sind richtig gute Mannschaften, fußballerisch gut, klare Konzeptionen, das sind schwere Spiele. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe keine Wortmeldung mehr, dann wünsche ich unseren Gästen eine gute Heimreise und Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.